Schönen guten Tag, Jungs und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb. Ja, ich würde sagen sogar zu einer kleinen Überraschung, denn es gibt mal wieder eine 1/6-Scale-Review auf diesem Kanal. Ich habe mich sogar dazu entschieden, eine Review zu machen und nicht nur eine Overview. Ja, ihr seht ja schon, was reingetrudelt ist. Der gute Darth Vader Battle Damaged aus der Kenobi-Serie. Ja, ich bin kein großer Fan der Kenobi-Serie. Leider Gottes ist diese Serie nicht ansatzweise das geworden, was sie hätte werden müssen. Das ist sehr, sehr traurig und ist auch ein bisschen blamabel für Disney. Es gibt ganz, ganz viele Sachen an dieser Serie, die ein absoluter Graus sind, aber Darth Vader gehörte nicht mit dazu. Darth Vader war richtig nice in der Serie und zwar nicht nur in dieser Battle-Damaged-Form, sondern auch generell, aber ganz besonders in dieser Battle-Damaged-Form war es eben was ganz Neues, was man so noch nie gesehen hat, außer eben in Comics und in animierter Form und dementsprechend musste ich mir den Kollegen zulegen. Ja, diese Review wird komplett in 4K gefilmt, das heißt, wenn ihr es nicht habt, dann stellt es nochmal hoch, damit ihr diese Review auch in komplett der besten Qualität genießen könnt. In diesem Sinne würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal die Verpackung an, beziehungsweise die einzelnen Lagen der Verpackung und dann gucken wir uns die Figur an. Ja, wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier nochmal ein Part unten drunter. Das heißt, wir haben die oberste Verpackung erstmal abgezogen und da könnt ihr hier unten nochmal lesen, der gute Darth Vader DX, ich glaube 28 sind wir hier. Ist definitiv eine geile Unterverpackung, wenn man das so nennen kann, beziehungsweise eigentlich der Hauptkarton oder die Hauptbox der Figur sieht sehr, sehr geil aus mit wahrscheinlich, so wie es aussieht, einem Artwork der Figur nochmal. Unten drunter sehen wir hier dann auch nochmal so ein, ja, würde ich sagen, schon ein klassisches Artwork. Und unter diesem Artwork verbirgt sich dann auch tatsächlich der gute Darth Vader. Ich sehe ihn tatsächlich jetzt auch hier zum ersten Mal mit euch zusammen. Hab ihn vorher noch nicht offen gehabt und dementsprechend bin ich sehr gespannt. Kann mir hier schon so den ersten kleinen Eindruck machen. Ich werde jetzt mal das ganze Zeug hier rausholen, dann gucken wir uns mal zusammen die ganzen Accessoires an. Sind nicht so viele beim Darth Vader. Ich hole jetzt auch nicht alle Hände raus, aber wir gucken uns den Kollegen mal ein bisschen aus der Nähe an, würde ich sagen. So, kurz und knapp von mir mal beim nach dem ersten Mal rausnehmen der Figur, so ein bisschen mein erster Eindruck. Da kann ich euch schon mal sagen, ich war sehr verwundert, dass die Figur doch schon sehr leicht ist. Ich meine, er ist auch um einiges leichter als der Sideshow Vader und auch um einiges leichter als der Darth Vader aus Return of the Jedi, den ich habe. Bin mir aber nicht sicher. Ich werde die beiden später ja nochmal nebeneinander stellen. Dann werde ich nochmal gucken. Aber ich meine schon, dass der ein gutes Stück leichter ist, was ich so eigentlich gar nicht gedacht hatte. Dann des Weiteren, man wird es später nochmal sehen und ganz besonders im Vergleich mit dem Sideshow Vader, das Cape ist grauenhaft nach wie vor. Es ist so ein doppelt genähtes Cape, es ist viel zu dick, es fällt richtig grausam an der Figur. Also auch hier wieder, wenn ihr euch wirklich einen ultimativen Vader hinstellen wollt, dann kommt ihr nicht drum rum, euch eben auch mal ein gescheites Cape zu holen und vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, auf dynamische Posen auch ein Wired Cape. Aber mit diesem Standard Cape, Leute, habt ihr da keinen gescheiten Vader stehen. Diese Standard Capes sind absoluter Murks. Ich sag mal so, beim Return of the Jedi Vader eventuell vielleicht noch ein bisschen mehr verkraftbar, beziehungsweise auch nicht. Sie fallen einfach nicht gut. Dadurch, dass die so dick sind, sieht es aus, als hätte Vader teilweise echt eine Bettdecke um. Also es gefällt mir
Überhaupt nicht. Und besonders im Vergleich zum Sideshow Vader wird man das später sehen, mit einem ganz dünnen, feinen Cape, das einfach richtig schön fällt und eben im Verhältnis 1 zu 6 auch viel, viel, viel besser rüberkommt. Und dann vielleicht auch im Verhältnis eben zu dem Preis und auch bevor wir mit den Lobeshymnen dieser Figur anfangen, denn da gibt es einige, muss man ganz klar sagen, inzwischen müssen sie eigentlich bei dem Vader auch mal ein ganz neues Game starten und zwar eventuell mit einem Helm mit Diecast-Parts oder zumindest generell an dem Vader Diecast mitverarbeiten. Warum? Erstens fühlt sich viel wert an und zweitens besitzt diese Vader oder diese Figur ja nicht allzu viele Parts, die irgendwie dabei sind, die dann Diecast wären. Aber es wäre noch mal ganz klar ein Step-up in ihrem Game, weil wenn man eins sagen kann, dann, dass die stehen geblieben sind in der Entwicklung dieser Figuren. Der Head-Sculpt von dieser Figur hier ist wieder sensationell. Es ist alles gut verarbeitet. Aber wir haben immer noch Fake-Leder an dieser Figur, die in manchen Territorien auf dieser Welt durch eben Luftfeuchtigkeit etc. anfangen, sich zu zersetzen. Da haben wir in Deutschland ja meistens doch schon ein bisschen mehr Glück, was diese Sachen angeht. Aber auch hier wieder, warum das nicht gemacht wird bei diesen Preisen, das weiß auch kein Mensch. Dann, wie gesagt, dass nicht mehr Diecast eingesetzt wird, gerade bei dieser Figur, glaube ich, wäre das nochmal wirklich ein Step-up. Bei dem ganzen One-Six-Scale-Game würde ich sagen, besonders was Helm und auch dann so die Schulterpanzerung und so angeht, wäre das sicherlich nochmal eine immense Aufwertung. Das sind so Sachen, die ärgern mich schon ein bisschen. Und wenn wir dann hier dann später auch zur Base kommen, Leute, ist eigentlich eine Frechheit, dass du sowas mit dazu kriegst. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist wirklich. Da müssen sie ein bisschen mehr Gas geben. Okay, aber dazu auch später ein bisschen mehr. Ich würde sagen, wir gucken uns die Einzelteile an. Entschuldigt das blöde Kabel, ich habe keine bessere Möglichkeit, ihn jetzt hier mal zu beleuchten. Aber es muss jetzt so erstmal funktionieren, damit ihr wenigstens das Light-Up-Feature auch mal sehen könnt hier. Es sieht tatsächlich, wie ich finde, schon mal sehr nice aus. Und das Light-Up-Feature, ich weiß nicht, wie es auf der Kamera jetzt bei euch rüberkommt, ist aber tatsächlich auch relativ hell, muss man sagen. Ja, generell erstmal, bevor wir jetzt hier in die ganzen Accessoires einsteigen, muss ich sagen, lasst mal ein bisschen Liebe da bei der Review jetzt hier wieder. Wo in Deutschland kriegt ihr qualitativ so hochwertige Reviews? Ich kann es euch beantworten, nirgendwo. Und dementsprechend wäre es ganz nice, wenn ihr mal ein Däumchen nach oben da lasst und vielleicht auch mal im Kommentar, was ihr denn von der Figur haltet. Denn wie ihr seht, der Bombo hat sich mal wieder richtig Mühe gemacht. Und ja. Wir starten mit der ersten Kuriosität und zwar dieser grausamen Base. Und ich kann euch hier gleich mal sagen, das ist ein Minuspunkt dieser Figur. Diese Base sieht so grauenhaft aus, das ist unfassbar. Nicht nur der Paintjob, sondern auch diese generelle Qualität dieser Base ist so schlimm. Du kannst ihn auch nicht anständig platzieren auf der Base. Also wirklich absoluter Murks. Das muss man Hot Toys wirklich sagen. Also es ist ein Witz. Bei der DX-Version habe ich Gott sei Dank hier noch eine bessere Base dabei, so eine Deluxe-Base. Aber die kann wirklich direkt in die Tonne. Also das ist ein absoluter Witz. Allein dafür kauft euch die DX-Version wirklich. Also diese Base ist der absolute Oberlacher. Dann machen wir weiter. Und dann haben wir hier tatsächlich auch so ein kleines, schniekes Hologramm dabei, das es allerdings nur exklusiv gibt. Also bei der exklusiven Version ein Ex nochmal exklusiv. Und zwar haben wir hier nochmal so ein schönes, kleines Hologramm von unserem guten Inquisitor. Ja, nichts super Dolles. Ist ein kleines Gimmick, was mit dabei ist. Wird die Figur damit auch nie displayen, aber bleibt einfach neben der Figur stehen. Ne? Besser haben als brauchen, sage ich immer, und von daher nehmen wir alles mit. Wir machen dann auch direkt weiter. Ich habe hier jetzt mal eins exemplarisch rausgeholt, sind natürlich eigentlich zwei von dem Inquisitor-Lichtschwert. Ne? Aus der Szene, wo Darth Vader dann zwei Lichtschwerter in der Hand hat, die beide von Reva sind, da gibt es beide Teile. Da habe ich für euch mal eins exemplarisch rausgeholt. Also die Dinge sind definitiv auch noch mit dabei. Als nächstes, ganz, ganz wichtig, möchte ich euch hier nochmal so ein kleines Tool zeigen. Und zwar hat der Vader, obwohl man nur ein Auge sieht, natürlich auch ein bewegliches Auge, also so à la Perse-System. Und das kann man mit diesem Tool steuern. Ihr seht später dann den Vader nochmal mit verändertem Blick. Jetzt guckt er ja geradeaus, aber später guckt er nochmal zur Seite.
Mit dabei haben wir dann auch hier so einen Swoosh-Effekt des Lichtschwerts. Ich denke, das dürfte den meisten von euch inzwischen im Begriff sein. Hat so gut wie jede Lichtschwertfigur mit dabei. Da das die Battle-Damage-Version ist hier, aber die Deluxe kann man den Kollegen auch auswechseln mit ja, intaktem Helm und intaktem Brustpanel, damit man wirklich einen intakten Vader auch machen kann. Das ist die Besonderheit dieser Deluxe-Version hier. Und hier haben wir nochmal ein auswechselbares normales Brustteil, wenn man das haben möchte. Ne? Auch mit dabei natürlich ein beleuchtetes Lichtschwert. Ihr kennt aber den Drill, beleuchtetes Lichtschwert ist immer so ein bisschen witzlos, weil es ist halt relativ dunkel und ja, so wirklich benutzen sollte man das nicht. Ihr seht hier hinten das Light-Up-Feature, da geht das Kabel hoch. Ich zeige euch das gleich auch nochmal ein bisschen besser. Das ist definitiv vom Light-Up auch schon deutlich besser und heller. Was ihr hier seht, ist der intakte Helm, der tatsächlich ganz nice ist und der für mich auch tatsächlich zum perfekten Zeitpunkt kommt, denn ich habe noch den Sideshow Vader und da ist der Helm alles andere als akkurat und da werde ich versuchen, diesen Helm auf den Sideshow Vader zu bringen und euch das später auch mal zu zeigen, um ja, den ein Stück weit abzugraden. Das ist auch mit der Hauptgrund, dass ich mir noch diese Exclusive-Variante hier geholt habe. Ja, natürlich mit dabei, das ist ganz klar, ist auch sein reguläres Lichtschwert. Das muss mit dabei sein. Nix Dolles haben wir jetzt bei den anderen Vader-Figuren auch schon gesehen. Sieht an sich sehr akkurat aus und sieht auf jeden Fall auch sehr hochwertig gepainted aus. Das Einzige, was mir nach wie vor nicht gefällt, sind diese spitz zugehenden Klingen. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach, weiß ich nicht, das sieht immer ein bisschen komisch aus. Nochmal kurz was zu dem Light-Up-Feature, wie ihr ihn jetzt hier seht. Da ist er komplett beleuchtet. Ich kann dann halt allerdings auch ausstellen, dass diese Hüftbox auf der linken Seite nicht mit angeht. Da gibt es eine extra Stellfunktion, weil wenn er defekt ist, dann ist die eigentlich nicht mit an. Nur damit ihr das wisst. Aber ich zeige euch dann auch nochmal einen kleinen Einblick in das Ganze, wie das aussieht mit der Beleuchtung. Ne? So, hier nochmal ganz kurz ein Eindruck von dem Sideshow Vader jetzt mit dem Helm auf aus dieser Deluxe-Variante. Da ist ja noch der cleane Helm mit dabei. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal das, was ich angesprochen habe. Das Cape fällt einfach viel besser. Der Stoff ist ganz dünn und es fällt einfach viel natürlicher. Ne? Es sieht viel besser aus. Auch wenn die Figur jetzt nicht zurechtgezupft ist, sieht noch ein bisschen wild aus. Durch das Anbringen des Helms ist sie noch ein bisschen verzaust. Wirkt die aber mit diesem Cape und auch mit diesem neuen Helm trotzdem sehr nice. Hier habt ihr nochmal im Vergleich, das war der originale Helm, der eigentlich mit dabei war. Da sieht man schon, der hat so eine komische Conehead-Form, die mir tatsächlich auch nie so hundertprozentig gefallen hat. Ihr seht die gleich nochmal im Nahen im Vergleich mit der neuen Version. Und jetzt hier sieht man es mal im Close-up nochmal. Ich denke, man kann hier den Unterschied schon ganz klar ausmachen. Ne? Also diese Conehead-Version des Sideshow Vaders, der für seine Zeit definitiv in Ordnung war, aber dann einfach weder akkurat war noch auf Dauer auch sehr ansehnlich. Das muss man sagen. Die Figur an sich ist viel zu groß auch. Also das ist im Scaling passt das überhaupt nicht. Aber sie wirkt trotzdem jetzt mit dem Upgrade des Helms sehr, sehr geil. Wie gesagt, dieser, wenn man sieht, wie alt diese Figur ist, wie viel besser dieses Cape ist, das ist eigentlich echt der Wahnsinn. Ne? Also für einen schmalen Taler ist der Sideshow Vader auch immer noch in Ordnung, meiner Meinung nach. Wer natürlich den ultimativen Vader haben will, der braucht natürlich den von Hot Toys. Okay, bevor wir in die Details gehen, ihr wisst, wie es weitergeht. Eigentlich so wie in meiner letzten Overview auch schon. Ich werde euch einen ganz, ganz kurzen sogenannten Figure-Porn präsentieren, um euch so ein bisschen auf den Geschmack der Figur zu bringen. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Details. In diesem Sinne, enjoy! Anakin. Anakin is gone. I am what remains. I'm sorry. I'm sorry, Anakin. For all of it. Stop! Stop now! Come back! I love you! Liar! You turned her against me!
You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force! Not leave it in darkness! You were my brother, Anakin! I loved you! Anakin Skywalker was weak. I destroyed him. Ja, Ladies and Gentlemen, nachdem ihr euch einen kleinen Eindruck jetzt hier bei meinem Figurepon von der Figur verschaffen konntet, hier nochmal meine finale Pose. Und zwar war mir ganz wichtig, den Vader in einer ganz bestimmten Art zu posen. Nachdem er die Maske gespalten bekommen hat, ist er im Prinzip besiegt. Das bedeutet, er ist relativ, im wahrsten Sinne des Wortes, auch am Boden, kann nicht wirklich viel Gegenwehr mehr leisten und ist mehr oder weniger bemüht, eigentlich noch gerade zu stehen. In diese Richtung habe ich diese Pose tatsächlich auch entwickelt und ich werde mit euch gleich auch nochmal analysieren, inwieweit. Ich habe ein, zwei Sachen rumprobiert. Ich habe auch schon probiert, den linken Arm auszustrecken nochmal, was auch nicht verkehrt aussah, was aber insofern verkehrt aussah, dass ja Vader einfach in diesem Moment keine großen Force-Pushes oder sonst irgendwie mehr macht, sondern ihm geht es wirklich nur noch darum, ich kann gerade so aufrecht stehen und mein Lichtschwert noch festhalten und bin sehr, 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 sehr angeschlagen, aber gleichzeitig auch absolut hasserfüllt und ich denke, das habe ich mit der Pose absolut gekillt. Tatsächlich kommt das wie immer auf der Kamera noch ein bisschen anders darüber als live, denn live sieht er noch viel tiefer, noch viel gebückter aus als das, was ihr hier gerade seht, wodurch er noch ein Stück angeschlagener wirkt. Da ich jetzt hier ein bisschen am Tisch rumgewackelt hatte, habe ich auch das rechte Bein auf den Stand gestellt, das eigentlich sonst vor den Stand. Allerdings ist das, wenn es wackelt, nicht so stabil und dementsprechend habe ich das nochmal leicht verändert. Also der, sagen wir mal, der gespreizte Stand ist oder Stand von ihm ist eigentlich nochmal ein bisschen tiefer, als es jetzt hier der Fall ist. Ja, es sieht einfach asozial geil aus, er sieht richtig gebrochen aus, er sieht eben absolut besiegt aus, wie mir Vader so eigentlich gar nicht kennt. Und ich werde euch auch gleich nochmal so ein kleines Kontrastbild liefern, wie Vader denn in seiner Prime aussieht, mit einer ähnlichen Pose tatsächlich, aber um einiges machterfüllter und nicht so gebrochen, wie es jetzt hier der Fall ist. Und dementsprechend kann man das dann so auch nochmal ganz gut vergleichen und wir gehen dann auch nochmal in die Details. Ich möchte tatsächlich mal oben starten und tatsächlich ein bisschen auf die Headstellung eingehen, beziehungsweise dann auch auf die komplette Pose und die Zusammensetzung dieser Pose. Wir haben den Kopf tatsächlich ganz leicht nach unten geneigt und ein bisschen seitlich. Die Augen dann dementsprechend auch seitlich und nach oben. Das heißt, dass Vader mehr oder weniger so von unten nach oben guckt, was eben diese aggressive Art dann besser rüberbringt, aber auch so die besiegte Art ein Stück weit. Ne? Dieses von unten nach oben gucken, tatsächlich sehr geil. Wie gesagt, der Kopf auch leicht angeneigt. Wie ich finde, es sieht einfach nur brutal geil aus. Dann habe ich mir bei der linken Hand Folgendes gedacht. Er wurde nun mal bei seinem Bauchpanel erwischt von Obi-Wan und um das Stückchen weiter zu schützen, denn das steuert unter anderem ja seine Atmung, habe ich da so eine leichte Schutzhand vor dem Bauch gemacht, ne, dass er seinen Bauch so ein bisschen festhält, aber auch vielleicht so ein Stück weit schmerzerfüllt, während er gebückt ist, also so eine typische Schutzhandhaltung. Und dann habe ich tatsächlich noch Folgendes gemacht. Ich habe die Hüfte leicht eingedreht, das heißt die Figur nach rechts eingedreht, so dass es eben ein bisschen natürlicher wirkt. Hab dafür aber auch den Sackschutz ein bisschen nach neben verschoben, damit man eben mit den Beinen ein bisschen mehr arbeiten kann. Hier nochmal ein kleiner Tipp meinerseits. Das ist
Fake-Leder. Das bedeutet, wenn ihr dauerhaft dieses Leder strapaziert in extremem Maße, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Material nachgibt, relativ hoch. Was bedeutet aufpassen? Ich würde sagen, das, was ich hier habe, ist wirklich schon das Maximum und da muss man schon aufpassen, wie sich das über die Zeit entwickelt. Allerdings sehe ich null Logik darin, diesen Vader gerade hinzustellen. Das ist so schwachsinnig, ne? Der ist absolut defeated, der ist komplett am Arsch, der Vader. Und genau so muss der in der Körperhaltung auch stehen. Das ergibt gar keinen Sinn, wenn der da irgendwie total erhaben gerade steht, hat aber die halbe Fresse weggewichst, genauso wie sein Bauchpanel. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Es gibt leider Gottes ganz viele in dem Hobby, die können mit Posen nicht so viel anfangen und dementsprechend wird er genau so da stehen, wenn sie überhaupt das hinkriegen. Wir gehen weiter zur rechten Hand und hier habe ich mir Folgendes gedacht und das kommt tatsächlich, wie ich finde, auch sehr geil rüber. Ich wollte nicht die normale Lightsaber-Hand nehmen, einfach nur aus folgendem Grund. Ich wollte, dass die Hand symbolisiert, dass ihn so ein bisschen die Kraft verlässt und das Lichtschwert schon fast aus der Hand fällt und er ein Stück weit nachgreifen muss. Es gibt in der Obi-Wan-Serie während des Kampfes eine Szene, wo er auch nochmal so seine Hand justiert und nachgreift. Und hier wollte ich was Ähnliches machen, eben dass er so schwach ist, dass er das Lichtschwert gerade so noch festhalten kann. Und ich finde, das symbolisiert diese Hand tatsächlich richtig nice. Ne? Das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ansonsten habe ich eben noch einen gebückten Ausfallschritt beziehungsweise einen Ausfallschritt und habe die Figur dann nach vorne gebückt und den Kopf nach oben, was immer so eine leichte, angeschlagene Art und Weise symbolisierten. Tatsächlich eine ähnliche Pose habe ich damals auch mit meinem Endoskelett gewählt, die tatsächlich auch sehr, sehr nice war. Und dementsprechend finde ich den Gesamtlook hier, so wie es gerade aussieht, absolut brachial. Ich möchte mit euch nochmal auf ein paar Details eingehen von der Figur, bevor ich jetzt dann auch nochmal in das finale Urteil reinsteige. So, und vorher schauen wir uns, wie versprochen, nochmal side by side eben den, ich habe vorhin auch Episode 6 Vader gesagt, das ist aber der Episode 5 Vader an von Hot Toys, damit wir mal sehen können, wie denn so der direkte Vergleich auch ist und wie denn der Vader nochmal in cleaner Form ein Stück weit aussieht. Bis auf minimale Veränderungen sind die sich sehr ähnlich. Muss aber dennoch sagen, dass es irgendwie ein richtig geiler Kontrast ist, da die Pose sich ein wenig gleicht, aber tatsächlich eben einmal in der absolut besiegten Form und einmal in der absoluten machtvollen Form und das finde ich tatsächlich so ganz geil. Ihr könnt hier auch tatsächlich sehen, wir haben hier ein Unreal Cape dran, das wirkt tatsächlich nochmal deutlich besser, allerdings musste ich das jetzt sogar ein bisschen zusammenfalten, damit das hier so drauf passt mit den Lampen. Also es ist eigentlich sonst noch viel weiter ausgeprägt, das Cape. Und es sieht einfach richtig, richtig nice aus. Und ich als Hardcore-Vader-Fan brauchte einfach jetzt auch beide in dieser Form, nämlich einmal in der erhabenen, machtvollen Form und einmal eben in dieser besiegten Form, was ich absolut grandios finde. Und ja, wie gesagt, wollte ich euch gerne nochmal so als kleinen Eindruck auch mit da lassen. Dann würde ich sagen, wir steigen jetzt nochmal in die ein oder anderen Details ein und dann gehen wir zum finalen Urteil. Ja, wie soll es anders sein? Wir gucken uns natürlich jetzt auch nochmal das Gesicht bzw. den Helmbereich an und da muss ich wirklich sagen, also die Likeness ist natürlich absolut fire. Ich bin immer wieder begeistert, wenn Figuren das schaffen, wie auch in Hot Toys Bane oder so, eben mit dem wenigen, was der Head hergibt, vielleicht ein Augenbereich oder so, eben doch so viel zu machen. Und tatsächlich war dieses dämonische Gesicht aus der Obi-Wan-Serie von Anakin doch schon sehr, sehr prägnant. Und ich finde, das haben sie hier in richtig geile Art und Weise in Figurenform gebannt. Es sieht wirklich grandios aus. Und dieses Purse-System mit den bewegbaren Augen tut eben das Letzte noch dazu, dass das einfach so fantastisch aussieht, wie das hier aussieht. Kleines Manko an dem Helm. Aber das ist wirklich Präferenz vielleicht. Nur ich hätte mir
einen glühenden Effekt an der Bruchstelle des Helms gewünscht. Denn unmittelbar nachdem der Helm zerstört wurde von Obi-Wan, sieht man eben noch so leicht dieses geschmolzene Material an den Kanten, dieses orange leuchtende. Und das hätte ich mir vielleicht auch minimal hier an dem Helm tatsächlich gewünscht. Es gibt ja diesen Effekt unter anderem auch an Mythos-Statuen von Sideshow, wo es dann, wo Licht mehr oder weniger simuliert wird durch einen Paint-Job. Hier hätte ich mir was Ähnliches in die Richtung an den Kanten gewünscht, eben dass es noch ein Stück weit glüht. Es sieht so super geil aus und so ist es dann ja auch gegen Ende dieser Szene, wo die beiden dann aufeinander getroffen sind. Nichtsdestotrotz hätte ich mir wirklich so ein bisschen diesen glühenden Effekt gewünscht, was vielleicht nochmal so, ja, doch nochmal ein bisschen effektvoller auch gewesen wäre. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es sieht einfach unfassbar aus. Und diese Headscarf ist natürlich auch das Highlight dieser Figur. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. So, wir gucken uns auch nochmal ganz kurz an hier dieses Brustpanel. Das sieht natürlich auch mega aus. Ne? Der Paintjob ist sehr geil. Also es sieht wirklich aus, als wurde es komplett zerfetzt. Und wie gesagt, dass man die Möglichkeit hat, das auszuwechseln, finde ich auch geil. Also für die Leute, die wirklich auch noch schwanken, ob sie ein Battle Damage Vader wollen oder eben ein Clean Vader, holt euch die Exclusive Version und ihr habt eben die Qual der Wahl und könnt das auch, wenn ihr das möchtet, auch wieder ändern. Aber ja, hier, auch dieses Brustpanel sieht einfach super, super geil aus. Ja, was ich euch vorhin nicht gezeigt habe, es gibt natürlich auch noch diese riesen Base. Wenn mich nicht alles täuscht, ist die sogar auch ein Teil von dem 1:4 Vader. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, aber die ist auch beleuchtbar. Ich habe hier funktioniert mit USB-C. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht die Möglichkeit, da ein Kabel hinzuziehen. Ist aber nur eine leichte Beleuchtung an der Oberfläche. Also nicht wirklich was Bahnbrechendes. Seht es mir also nach, wenn ich da jetzt nicht irgendwie versucht, das vom Schreibtisch aus zu filmen oder so. Ich muss mir da nochmal ein passendes Kabel holen, wenn die Figuren jetzt eben mehr USB-C zur Verfügung haben. Okay, hier haben wir nochmal einen kleinen Eindruck gehabt von den Details und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum finalen Urteil, damit ich euch noch das ein oder andere zu der Figur sagen kann. Ja, Jungs und Mädels, was soll ich sagen? Das ist natürlich eine grandiose Figur. Ne, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Allerdings ist diese Figur maßlos überteuert für das, was ihr bekommt. Also da ist ja wirklich so gut wie nichts dabei. Eine schreckliche Base, wenn ihr nur die normale Version holt, ist dabei. Ein halber Headscalp, der zwar sensationell ist, aber okay. Die Verarbeitung, es ist weiterhin dieses Fake-Leder. Wir haben keinen Diecast-Anteil, nichts. Und dafür ist der Preis meiner Meinung nach einfach viel zu hoch. Also auch die Wertigkeit, wenn ihr die Figur in der Hand haltet. Es fühlt sich zu leicht und zu, ja, ich muss es leider sagen, billo an. Die Figur hat eine unfassbare Präsenz im Regal und wenn ihr sie hier seht, die ist wirklich grandios. Aber wir müssen dann auch mal Butter bei die Fisch machen und ihr wisst, wenn ihr hier bei Nerdbomb einschaltet, ich gehöre nicht zu dieser gehirnamputierten Fraktion, die es besonders in der deutschen Community gibt, die, oh, wenn ich die besitze, dann ist alles toll an der Figur. Nee, so ein Bullshit gibt's hier nicht, sondern es wird tacheles geredet, wenn es hier was gibt, was nicht doll ist, dann werde ich das auch ansprechen, auch wenn ich da viel Geld dafür bezahlt habe. Und das ist unter anderem eben dieses beschissene Cape, das einfach viel zu dick ist, ist einfach eine absolute Bettdecke, was aber auch dem geschuldet sein mag. Und das habe ich vorhin ja nicht wirklich rausgestellt. Es ist ein Wendecape, auf der einen Seite Battle Damage, auf der anderen Seite Clean. Ne, das kann man dann so und so benutzen, aber das ist nicht wirklich doll. Wie gesagt, die Haptik, wenn man die Figur hochhebt, es wirkt einfach nicht so wertig. Nichtsdestotrotz, im Endeffekt sammeln wir alle Figuren, damit die geil im Regal aussehen. Und das tut die Figur, das ist wirklich sensationell. Für alle die, die jetzt aber unschlüssig sind, welchen Vader sie sich holen sollten, den würde ich wahrscheinlich empfehlen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, dieses Battle Damaged Face haben wollt. Weil ansonsten kommt ihr natürlich an diesem Set nicht vorbei. Holt euch den Episode 6 Vader, der bald rauskommt, mit diesem Geländer.
Der ist grandios, der sieht super aus, der wird auch wieder mega werden. Ich denke, da habt ihr die beste Variante des Vaders, die es momentan gibt. Und keine Ahnung, wir sind bei der 4., 5., 6. Version, ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Allerdings, wenn ihr diesen Battle Damaged Head wollt, kommt ihr um diese Version nicht rum. Ich finde tatsächlich, die Deluxe-Variante ist das Beste. Wenn ihr schlau seid, greift zu und holt euch die Deluxe-Variante, weil ich definitiv auch denke, zukünftig wird das auch eher die gefragte Variante sein, denn hier hat man immerhin noch die Möglichkeit, den Vader, wenn man es möchte, auch in der Clean-Version zu präsentieren. Und ich denke, das ist, solltet ihr jemand sein, der seine Figuren oft flippt, auch wiederverkaufsmäßig sicherlich ein Argument. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin zufrieden mit dieser Figur. Bevor ich jetzt in die Wertung reingehe, möchte ich sagen, warum diese Figur aber auch die ein oder andere oder den ein oder anderen Abzug in der Wertung bekommt. Katastrophale Base, wirklich schlimm, die ist so schlimm und die Figur sieht so scheiße aus auf dieser Billow Base, das ist unfassbar. Cape, absolut lachhaft, also dass sie das immer noch nicht hinkriegen, verstehe ich 0,0. Und Haptik ist irgendwie sehr minderwertig. Ich kann jetzt der Figur keinen Abzug geben, dass sie keinen Diecast hat. Es wäre aber zukünftig einfach mal ein Wunsch, ne, wenn du siehst, dass Figuren immer wieder geupgradet werden und welche Wege dann eventuell auch andere Firmen gehen. Dann wäre das was, besonders wenn es in so eine Region geht wie fucking Magnete beim Handwechseln. Jeder, der einen Vader von Hot Toys hat, weiß, was das für eine Hölle ist, das Pack irgendwie reinzufriemeln oder die Hand in das Pack reinzufriemeln, wenn ihr diesen riesen Handschuh seht. Es ist die Hölle. Mein Gott, packt da ein Magnet rein in den Handschuh und ans Handgelenk und fertig. Das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach mal inzwischen Upgrades auch erwarten kann, besonders bei dieser Preisentwicklung. Diese Figur bekommt von mir 7,5 bis 8 Nerdbomben, beziehungsweise, mein Gott, 7,5 oder 8 von 10 Nerdbomben. Abzüglich der Base und dem Cape und der Haptik ist es keine perfekte Figur. Und wenn man den Preis mit reinnimmt, die Figuren sind generell nicht billiger im Moment geworden, aber nichtsdestotrotz ist das keine perfekte Figur hier. Das muss man ganz ehrlich sagen. Für jeden Vader-Fan trotzdem ein Träumchen. Ich denke, wie gesagt, so 7,5 bis 8. Es fällt mir schwer, mich da festzulegen. Jedes Mal, wenn ich auf die Figur genau drauf gucke, denke ich 8. Jedes Mal, wenn ich dann überlege, was sie doch für Problemchen hat, denke ich 7,5. Aber in dieser Region ordne ich diese Figur ein. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst doch bitte mal wieder Liebe bei dem Video da, dass ich mir wieder so viel Zeit und Mühe gemacht habe, für euch eben mal wieder eine Review bereitzustellen. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser Figur haltet. Welche Figur steht bei euch im Moment an? Welchen Vader habt ihr? Habt ihr vor, euch die Figur hier zu holen? Würde mich interessieren. Lasst das einfach mal in den Kommentaren. Und Leute, bevor wir jetzt Feierabend machen, eine Sache ist mir noch ganz wichtig. Und es mag sich sehr komisch anhören, aber ich bin ein Oldschool-Hase und viele von euch wissen das, wie lange ich schon mit dabei bin. Glaubt mir, wenn ich sage, kauft keine Figuren mehr bei deutschen Händlern. Deutsche Händler sind Trash. Es gibt inzwischen so viele Fälle, wo man schon fast von Betrug sprechen kann, in dieser Szene, wo wirklich Händler ihre Kunden mehr oder weniger hinters Licht führen. Es gibt so viele Warnsignale von, ihr bekommt keine Antwort auf eure E-Mails oder dann ist zufälligerweise immer irgendwas mit dem E-Mail-Programm oder irgendein Defekt am Internet oder so. Ne? Also sie sind definitiv um Ausreden nicht verlegen. Da kommt alles vom Alien-Angriff bis Internetabsturz. Und wie wir jetzt leider Gottes bei dem einen oder anderen Händler schon mitgekriegt haben, da wird sich dann gar nicht mehr gemeldet und tausende Euros sind futsch und denen muss hinterhergerannt werden. Macht das nicht. Wir haben nun mal in Deutschland eine absolute Servicewüste in Sachen 1/6 Scale. Wir haben keinen wirklich zuverlässigen Händler da. Es gibt ein, zwei Händler, die ich vielleicht noch so gerade nennen würde. Da bekommst du halt die Figur dann Monate später. Und das würde ich euch
Ja, dann ans Herz legen, okay, wenn ihr in Deutschland bestellt, dann maximal bei denen und ansonsten bestellt im Ausland. Ich bestelle fast nur noch meine Figuren im Ausland, die kommen in der Regel zu 90% so durch den Zoll, wo ihr natürlich selbst dann den Zoll angeben müsst, ne, ist ganz klar. Und dementsprechend sind die Figuren manchmal sogar billiger als in Deutschland, maximal 10, 20 € teurer und ihr bekommt sie Monate früher. Ich werde euch in die Beschreibung mal Links reinpacken. Erstens von einem deutschen Shop, wo ich sage, der ist nicht der beste, aber der ist vielleicht unter den Umständen noch der zuverlässigste. Und werde euch dann mal zwei Shops reinpacken, wo ihr direkt in Asien bestellen könnt, die zumindestens, und da muss ich auch immer wieder sagen, ich kann nur von meinen Erfahrungsberichten da sprechen. Und was die deutschen Händler angeht, kann ich aber von der ganzen Community sprechen, weil ich kriege das ja seit Jahren mit. Aber was jetzt diese asiatischen Händler angeht, kann ich nur von meinen Erfahrungsberichten sprechen. Und es hat bis jetzt immer richtig gut geklappt. Ich werde die Links unten in die Beschreibung packen, wenn ihr da Interesse an Figuren habt und pre-ordern wollt, dann schaut da bitte rein. Und sorry, dass ich das genauso sagen muss, aber scheißt auf die deutschen Händler, weil es ist eine Frechheit, was die mit dieser Community seit Jahren abziehen. Und das darf nicht noch belohnt werden. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Review oder bei dem nächsten Livestream. Bis dann. Peace.